Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Neuerdings geht der Trend dahin, nicht mehr alles selbst besitzen zu müssen, sondern Dinge, die man nur gelegentlich benötigt, von anderen gegen Geld auszuleihen. Das kennen wir schon lange von Autos. Heutzutage aber vermietet man auch Werkzeug oder Spielzeug, Maschinen oder Bücher. Andere vermieten ihre Wohnungen an Urlauber oder bieten ihre Fahrdienste an. Gottesdienstliche Leistungen allerdings waren bisher an Kirchengemeinden gebunden. Bisher. Denn inzwischen wurde eine Agentur gegründet. Und der Gründer ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Samuel Diekmann. Hallo. Muss das denn auch noch sein? Ja, das werden wir natürlich öfter gefragt. Aber wir verstehen das Ganze auch wirklich als ein, ja, als Brückenbauer. Also wir bieten uns ja ganz klar für Leute an, die sind in unserer Zielgruppe, die nicht in der Kirche sind, die aus unterschiedlichen Gründen ausgetreten sind. Oder wir haben auch sehr viele junge Paare mittlerweile, die dann eine Hochzeit wünschen, die noch nie in der Kirche waren. Und wir verstehen das so ein bisschen als eine Chance, also eine Brücke zu bauen, uns anzubieten, so ähnlich wie mit den gelben Engeln. Ja, also da ist man vielleicht unter Umständen im Club drinne, dann kriegt man die ganzen Leistungen, das Auto bleibt liegen. Wenn man da nicht drinne ist, dann kann man die trotzdem anrufen, muss aber bezahlen. Danach überlegt man sich aber, da einzutreten, da mitzumachen, zu sagen, oh, das war eigentlich ganz gut, das war eine tolle Erfahrung. Und diesen Effekt, den wünschen wir auch ein bisschen. Das klingt so ein bisschen, als ging es auch um Geld oder vor allen Dingen auch um Geld, weil Sie jetzt ein paar Mal auch das Geld erwähnt haben. Ja? Und man muss dafür bezahlen. Nee, man muss natürlich dafür bezahlen. War das Ihr Motiv, zunächst mal auch schlichtweg um Geld zu verdienen? Nein, also als wir angefangen sind oder als ich persönlich als einzelner Redner angefangen bin, da bin ich als Pastor in Dietzenbach angefangen und hatte mir überlegt, wie kannst du in die Stadt hineinkommen. Ich bin da zugezogen, komme ursprünglich aus Norddeutschland, bin jetzt so im Frankfurter, Darmstädter Raum. Und da habe ich gedacht, ja, du kannst in einen Verein eintreten oder was auch immer, um Menschen kennenzulernen. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, du bleibst eigentlich in dem, was du machst, bietest das aber Leuten an, die außerhalb von Gemeinden sind. Habe mit Beerdigungen angefangen, dann auch für Hochzeiten angefragt. Und so habe ich Leute auch kennengelernt. Gab es dann Anlass? Außerdem, dass Sie gedacht haben, ich möchte hier mal ein paar Leute kennenlernen und mich irgendwie bekannter machen. Das war eigentlich mein Motiv. Ja, ich hatte mir überlegt, du kommst jetzt neu in eine Stadt rein, die du nicht kennst. Du kennst natürlich, lernst deine Leute in der Kirchengemeinde kennen, aber über diese fromme Subkultur hinaus, so die ganz normalen Menschen, die ich ja auch erreichen will, das war so mein Motiv. Ich habe gedacht, das könnte ich doch anbieten. Man denkt ja immer, so ein Pastor hat eigentlich genug zu tun. Deswegen war da die große Frage, wieso muss sich das denn jetzt auch noch antun? Ich bin so ein bisschen so ein Hans Dampf in allen Gassen. Also mir macht das auch Spaß, auch gerade neue Leute kennenzulernen. Ich finde es manchmal auch total erfrischend, gerade Leute auch mit denen zu tun zu haben, die also diese ganze, ich sag mal, fromme Sozialisation gar nicht so mitgenommen haben und dann ganz naive Fragen stellen. Also wie gesagt, man lernt die Leute ja kennen. Das ist nicht nur, man wird nicht gebucht für eine Hochzeit und dann sieht man sich 3 Monate später und macht die Hochzeit, sondern nein, man trifft sich dann ja ein paar Mal, man macht intensive Kennenlerngespräche, man lernt das Paar kennen, man telefoniert und man kommt eigentlich sehr intim auch in diese Beziehung hinein und lernt die Leute kennen und das nehmen die Leute mit. Das klingt ja alles ziemlich aufwendig. Muss ich doch noch mal beim Geld bleiben. Was kostet das denn dann? Es ist ja, wenn man einen bestimmten Stundensatz zugrunde legt, kommt man ja schnell auf 3- und 4-stellige Summen. Ja, also wir rechnen so, oder ich persönlich rechne so mit 10, 15 Stunden Arbeitsaufwand, so ganz grob über den Daumen gepeilt. Und die rechne ich persönlich so mit so zwischen 450 und 650 Euro ab. Dann schauen wir jetzt mal genau, wie das denn eigentlich so abgeht. Ja. Also abgeht, komisches Wort, ne? Also wie das so funktioniert. Wenn ich mich jetzt dafür interessieren würde, Sie haben ja ein bisschen was produziert, so ein kleines Video, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Daraus ergeben sich vielleicht ein paar Antworten, aber auch ein paar Fragen. Gerne. Nehmen wir mal an, Sie verlieben sich, es funkt und Sie wollen heiraten, aber Sie sind nicht in der Kirche. Oder nehmen wir mal an, dass jemand stirbt und Sie wünschen sich eine würdevolle Beerdigung. Sie sind aber nicht in der Kirche. Gibt es Hochzeiten oder Beerdigungen auch ohne Kirchenmitgliedschaft?
Das machen wir. Männer und Frauen, Pastoren und Pastorinnen, klassische Pastoren oder etwas freakige Pastoren. Wir haben uns zusammengetan, damit Sie Ihre ganz persönliche, maßgeschneiderte Zeremonie bekommen können. Kirchenmitgliedschaft ist für uns nicht so wichtig. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Individuelle Lösungen sind möglich. Warum sich zum Beispiel nicht Open Air in einem romantischen Park das Ja-Wort geben? Oder darf es eine Biker-Hochzeit sein? Vieles ist möglich. Oder darf es ein Ghostwriter für Ihre Reden oder Ansprachen sein? Ein einfühlsamer, geschulter Coach, Mentor oder Berater für Ihre ganz persönlichen Herausforderungen? Schauen Sie bei uns vorbei. www.randapastor.com. Na denn, da ist ja für jeden was dabei. Wie geht das dann? Ich rufe da an und dann kann ich dann sagen, ich möchte das und das. Und dann wird jemand einfühlsam sitzen und sich nach meinen Wünschen erkundigen und dann wird mir einer vorgeschlagen. Oder wie funktioniert das? Genau, man schreibt uns per E-Mail an und sagt uns im günstigsten Fall schon, was man will, wann, den Ort. Dann suchen wir eben Redner in der Region heraus und bitten eben um Kontaktaufnahme. Also Sie haben ein ganzes Verzeichnis, genau, so die haben 60, Sie einsortiert. Um die 60 Redner haben wir jetzt bundesweit, in der Schweiz und Österreich auch mittlerweile ein paar. Genau, und dann gibt es erstmal so ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch, wo man guckt, ob die Chemie stimmt, ob das zusammenpasst. Und wenn es dann zu einer verbindlichen Buchung kommt, dann wird eben ganz genau, geht man in Details hinein und plant dann entsprechend die Zeremonie. Nun werde ich nicht der Erste sein, der ein paar Fragen daran hat. Ich bin ganz gespannt, was Sie da so antworten werden. Weil, also zum einen, da werden Leute angesprochen, die nicht in der Kirche sind. Das heißt, die lehnen eine Kirchenmitgliedschaft ab, möchten aber eine kirchliche Trauung in dem Sinne. Wie passt das zusammen? Also zum einen ist das nicht grundsätzlich immer die Gruppe. Wir haben auch oft Leute zum Beispiel, wo es konfessionell gemischt ist. Ja? Oder wo einer in der Kirche ist, der andere nicht. Und dann hat man das manchmal leider, das kann ich auch nicht richtig verstehen, aber manchmal dann eben, dass die Kollegen sagen, das mache ich nicht. Ja? Gerade bei konfessionell gemischten Geschichten ist das oft so, dass die Leute dann sagen, wir waren völlig entrüstet oder enttäuscht, aber unser Pfarrer, wir haben beide gefragt, die wollen es beide nicht machen. Oder wir wollen gerne draußen heiraten, aber unser Pfarrer macht es nur drin. So, das ist auch ungefähr so 50% von denen, die zu uns kommen, die aus so einem Hintergrund kommen. Die anderen haben aus, wie gesagt, unterschiedlichsten Gründen keine Kirchenmitgliedschaft, entweder selber ausgetreten oder waren noch nie drin. Ja, das sind wirklich sehr viele, die so zu uns kommen. Und da verstehen wir uns ein Stück als, ja, ich habe es am Eingangs schon gesagt, als Brückenbauer. Ja, wir lernen die Leute kennen, sie lernen uns kennen. Die kommen auch mit sehr vielen Ängsten oft zu uns, mit sehr vielen Klischees und denken, ja, dass zum Beispiel, dass es eine sehr liturgische Nummer wird oder so, können sich da einen ganz persönlichen Bezug gar nicht vorstellen. Und dann überraschen wir sie so ein bisschen auch mit dem, dass wir uns auf sie einlassen. Und wir verstehen uns nicht als eine missionarische Offensive, aber als eine missionarische Chance, verstehen wir uns ja wohl. Verschiedene Inhalte, keine Ahnung, zum Beispiel der Segen. Was ist denn Segen, kommt immer als Frage. Und dann erklären wir das, was Segen bedeutet und was auch Segen aus dem christlichen Verständnis ist. Und dann ganz, ganz simple Fragen kommen auf und die erklären wir. Und dann, ach so ist das. Ja, das habe ich noch nie so gehabt. Und dann versuchen wir dadurch auch einfach authentisch zu sein und den Leuten zu begegnen. Aber die Trauung, die Beerdigung ist dann sozusagen ein Vehikel zur Mission. Genau. Also eigentlich stelle ich mir vor, wenn es um Mission ginge, dann müsste man doch ganz anders anfangen und nicht gleich mit der Hochform eines Gottesdienstes, oder? Ja, wobei wir sagen auch, wir bieten keine kirchlichen Trauungen an, kirchlichen Beerdigungen, sondern eine christliche Beerdigung, eine christliche Taufe. Wir treten nicht im Namen von einer Kirche auf, sondern als Christen, die den Auftrag haben, Menschen zu segnen. Wie machen die Kollegen das denn? Weil die Kollegen sind doch Kirchenvertreter. Das sind ja nicht nur Christen, die stehen ja für eine Kirche, aber die verkaufen doch dann was anderes, oder? Also es ist sehr unterschiedlich. Wir sind konfessionell gut gemischt und wir haben auch einige Leute gehabt, die gesagt haben, also wir würden gerne mitmachen, wir stehen dahinter, wir verstehen das auch als eine richtige Chance, Menschen zu begegnen, aber haben dann gesagt, ich darf es nicht. Rein kirchenrechtlich ist mir das nicht erlaubt. Ich selber bin jetzt Pastor in einer freien evangelischen Gemeinde, wo das nicht das Problem ist.
Und wo man mir auch, ich erinnere mich immer noch an meinen Homiletikunterricht damals in meinem Theologiestudium, so ein alter Predigtlehrer, der hat mir dann immer gesagt, Leute, geht und macht Beerdigungen, das ist so das Evangelistischste, was man überhaupt machen kann. Und da hatten wir also auch von meiner Prägung her nie diese Berührungsängste zu Kasualien oder wir haben auch kein sakramentales Verständnis. Das ist manchmal auch natürlich in den Kirchen unterschiedlich, muss man dann sagen. Aber da, wo das geht und wo Leute da eben auch diese Vision zu entwickeln, da sind sie auch als Redner bei uns willkommen. Aber gegen das Missionarische wird ja wahrscheinlich auch niemand der anderen Kirchenvertreter etwas haben, sondern im Gegenteil vermutlich. Was sind denn die Gründe, weswegen es dann Menschen verboten wird, also Pastoren verboten wird, bei ihnen mitzumachen? Also also Leute bewerben sich, ein Pastor bewirbt sich, hat gesagt, ich habe von euch gehört, ich finde das ganz spannend. Wir wollen die erstmal kennenlernen. Wir wollen, dass sie auch persönlich irgendwo ins Team passen. Wir interviewen sie. Was uns total wichtig ist, dass diese Leute, das klingt zwar ein bisschen schräg, aber das ist uns einmal wichtig, dass diese Leute gläubig sind, eine Beziehung zu Jesus Christus haben, eben weil wir gesagt haben oder weil wir sagen, wir verstehen uns auch als Brückenbauer. Wenn die Gelegenheit sich ergibt, dann soll man auch über den Glauben sprechen können. Und deswegen stellen wir das auch sicher. Haben diese Leute in irgendeiner Form einen lebendigen Glauben, der so aus ihnen raus sprudelt? Ja? Wir haben auch schon, ich habe auch selber schon Leute abgelehnt, die Professoren waren an der Uni und gesagt haben, hey, das ist spannend für mich. Habe sie dann nach ihrem persönlichen Glauben gefragt und sie konnten mir da überhaupt nichts drauf antworten. Haben gesagt, also viele Wege führen nach Rom oder so etwas in der Art. Und haben wir dann gesagt, nein, dann passt das nicht zu uns. Ja, das wäre zum Beispiel ein Ausschlusskriterium. Das andere Ausschlusskriterium ist aber auch, dass wir sagen, wir wollen auch keine, ich nenne das mal so verkappte Kreuzritter, ja, die dann da drinnen den Menschen einfach sie mit der Bibel vielleicht verkloppen. Die Bibel um die Ohren schlagen. Sondern eben ihnen auch begegnen als Interessierte. Aber als Interessierter, nicht jetzt von der Pastorenseite, sondern als interessierter Kunde. Kunde, ja. Nennen Sie die, okay. Was kann ich denn erwarten von dem, also was die Ausbildung angeht und die anderen Qualifikationen? Mhm. Also das eine, was Sie jetzt gesagt haben, ist, der muss glauben. Ja. Was noch? Ja, also wir sagen Rent a Pastor, es ist der Name unserer Agentur, der Name ist Programm, man kriegt auch einen. Ja? Das sind in der Regel alles Leute, die tatsächlich einer Gemeinde vorstehen. Wir haben aber auch sehr viele drin, die in einer Halbtagsstelle sind, ja, und sozusagen das als ein zweites Standbein haben. Und wir haben auch ein paar wenige drin, die aus dem aktiven Pastoren sein, aus unterschiedlichen Gründen sich das irgendwie verändert hat, ihre Berufsbiografie. Einige arbeiten als Therapeuten oder sind irgendwie anders unterwegs. Aber die Ausbildung als Pastor, in irgendeiner Form eine theologische Ausbildung und dann auch die Gemeindetätigkeit, das setzen wir voraus. Das heißt also, jeder hat schon mal Erfahrung mit solchen Gottesdiensten gemacht. Genau. Ich sage jetzt Gottesdienst, ich weiß gar nicht, ob Sie es Gottesdienst nennen. Man könnte ja auch sagen, es ist eine Show, es ist ein Event. Wie würden Sie das beschreiben, was Sie dort verkaufen? Ja, Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. In diesem Sinne... Wenn es bestimmten Voraussetzungen. Wenn es im Namen Jesu ist. Wenn es im Namen Jesu ist, okay. Aber darüber sprechen wir ja auch. Also wir sagen Ihnen, eine Menge ist möglich bei den Hochzeiten, was zum Beispiel die Form angeht. Die Form ist mir persönlich relativ, ich sage natürlich relativ, es hat natürlich auch Grenzen. Mir kommt es auf die Inhalte an, dass ich da irgendwie eine Sprache anpassen darf. So wie Luther gesagt hat, schaut den Leuten aufs Maul. So was sprechen die Leute für eine Sprache, dass wir verstanden werden, das ist uns wichtig. Das kann man erwarten, dass wir uns auf die Leute einstellen. Aber auf der anderen Seite natürlich haben wir auch Grenzen. Ja? Also keine Ahnung, wir tanzen nicht nackt ums Feuer oder irgendwelche solche Sachen. Das ist ganz klar. Aber die Leute, die zu uns kommen, in der Regel auch, die wissen, ich buche einen Pastor. Ich brauche jetzt irgendwie gar nicht fragen, ob das konfessionslos ablaufen wird oder so. Das ist eigentlich selbstverständlich. Und so haben wir einfach... Also es ist selbstverständlich, dass es konfessionslos ist? Nein, dass wir irgendwie ein konfessionelles Bekenntnis natürlich drin haben. Zum Beispiel den Segen oder die Predigt. Ja, dass wir da auch auf bestimmte Dinge dann eingehen. Was wir aber auch schon oft hatten, oder ich auch, dass zum Beispiel der Bräutigam nichts mit Kirche am Hut hatte, nichts mit dem Glauben auch anfangen konnte.
sie sehr gläubig war und gesagt habe, können wir da nicht irgendwie einen Kompromiss machen? Wie kommen wir da zusammen? Und dass ich sie dann in den Traufragen zum Beispiel gefragt habe, sie so antworte ja mit Gottes Hilfe und ihn dann einfach nur gefragt habe, ja, so antworte ja, ich will. Damit sie auch in dem gegenseitigen Versprechen, was sie sich geben, nicht lügen müssen oder Kompromisse machen müssen und sagen, okay, das schlucke ich jetzt runter, das sage ich, meine ich jetzt aber gar nicht so. Die sollen wirklich total ehrlich sein. Und soweit es dann geht, versuchen wir uns auf die Leute einzustellen. Mhm. Worüber ich nochmal gerade so nachdenke, ist, dass, Sie haben es eben nicht Event genannt, aber für viele Leute ist das ja ein Event. Und dann sucht man sich die schönen Dinge zusammen, dann also muss eine schmucke Kirche sein, tolle Musik natürlich, und dann muss es noch irgendwie ganz was anderes Besonderes geben, das Kleid muss noch totschick sein und da muss natürlich auch der Pastor noch irgendwie toll sein. Das heißt, der Pastor wird zu seinem Schmuckstück irgendwie, der muss in diesen Rahmen passen. Aber der kommt nur da rein, wenn der da rein passt. Wenn der uns jetzt nicht passt, dann eben nicht. Oder dann nehmen wir einen anderen. Das ist doch totale Beliebigkeit. Das heißt, die Gäste, der beerdigt werden möchte, beziehungsweise die Angehörigen, oder die Trauung machen, die bestimmen doch tatsächlich mehr oder weniger den Inhalt dessen, was da passiert. Was ist denn da dran dann noch kirchlich? Wo ist denn da noch eine Gebundenheit an Kirchengemeinde, an Glaubensbekenntnis? Die sagen, der gefällt mir, den nehme ich, weil der jetzt grüne Haare hat oder weiß der Himmel was. Naja gut, ich denke letztlich, das ist ja auch oft so, dass Leute in Kirchengemeinden sagen, den höre ich gerne predigen oder so. Ja? Auch gerade wenn unterschiedliche Pastoren in einer Gemeinde aktiv sind, manchmal hat man ja auch ein Team von Predigern, die da sind und sagen, ey, wenn der predigt, da gehe ich dann wirklich gerne hin. Und wenn ich dann verheiratet werde, dann bitte von dem, ja, auf die Predigt freue ich mich schon. So letztlich ist es auch so, dass die Leute eben sagen, wir freuen uns darauf, das wird bestimmt gut werden. Und das finde ich in sich auch. Das soll ja nicht ausgeschlossen sein, das ist ja auch wunderbar. Ich stelle mir nur vor, wir haben noch mit dem Evangelium auch einen bestimmten Anspruch. Ja. Das heißt, ich muss auch bestimmte Dinge predigen können, die den Leuten möglicherweise nicht gefallen. Wenn die mich aber aussuchen, weil ich so toll predige und deren Meinung entspreche, dann wo bleibt die Forderung, wo bleibt der Stachel im Fleisch, wo bleibt das, was ich denen mal dann doch vielleicht mal mitteilen müsste, obwohl sie es möglicherweise nicht hören möchten. Gut, also solche Dinge kann man ja auch, muss man ja nicht, man muss ja so ein paar nicht vor der Familie, vor den Freunden vom Kopf knallen. Da gibt es vielleicht andere Gelegenheiten, wo man das machen kann, dass man eben ja im Vorgespräch mit Leuten spricht und sagt, hey Leute, da muss ich eigentlich mal den Finger in die Wunde stecken. Da müsst ihr dran arbeiten oder das ist nicht in Ordnung. Also da würde ich persönlich Leute vorführen und so einen Gottesdienst benutzen, um den mal einen reinzuwürgen. Das ist eigentlich, das ist die schlechteste Geschichte. Ja, das ist das andere Geschichte. Extrem natürlich. Ja, natürlich, aber trotzdem, ich sage den Leuten, ich baue eure Geschichte mit ein, gebe dem Ganzen eine persönliche Note. Aber das Predigtthema an sich suche ich mir aus. Ne? Also den Trauspruch dürfen die sich in der Regel aussuchen. Da hangel ich mich auch ein bisschen dran rum. Aber so eigene Akzente natürlich, die im Evangelium, die das Evangelium vorgibt, die setze ich. Ich dachte auch nochmal darüber nach, denn die Leute nehmen sie als Dienstleister wahr, die bezahlen. Für manche ist das viel, für manche vielleicht nicht so viel, aber dann doch eben noch eine Menge. Und dann will man natürlich auch eine bestimmte Leistung haben. Und dann, man ist dem ja ein bisschen ausgeliefert. Also wenn man ein anderes System hätte, wo ich von jemand anders bezahlt werde, dann kann ich das natürlich so machen, wie es denn auch dem Evangelium möglicherweise entspricht. So müssen Sie doch auf Kompromisse eingehen, oder? Also ich musste bisher wirklich keine Kompromisse eingehen. Zum Glück. Ja. Also ich war noch nie in irgendwelchen Gewissenskonflikten da drin. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt tatsächlich auch Leute, die eben Kirchenmitglied sind und sagen, ich zahle meine Kirchensteuer und ich erwarte genau auch diese Dienstleistung von meinem Pfarrer. Ja, also die genau mit der gleichen Erwartung, die Sie gerade kritisiert haben, gesagt haben, also so kommt man doch auf euch zu, auch in der Kirchengemeinde auf den Pastor. Muss aber nicht heißen, dass es richtig ist. Nö, also es ist auch nicht richtig. Aber es ist natürlich irgendwo eine Spannung. Wir sind Dienstleister, wir bieten eine Dienstleistung an, wir sind aber gleichzeitig auch Seelsorger. Wir begegnen den Leuten natürlich mit einer Professionalität, aber auf der anderen Seite auch sehr persönlich. Und also ich fange zum Beispiel sehr früh an, die Leute zu duzen, ja, wenn sie das zulassen. Weil ich sage, okay, das ist eine ganz persönliche Geschichte, über die wir hier sprechen. Das wäre schön, wenn wir beim Du sind. Und man ist ganz schnell wirklich in Problemen oder in Krisen. Und dann erzählen Leute, das haben wir schon hinter uns gebracht, das war eine schwierige Zeit. Oder unser Kind ist gestorben, habe ich auch schon gehört oder so. Oder meine Schwester hat gerade eine Krise und so. Man ist ganz schnell in diesen Themen drin. Und dass der dann tatsächlich gebucht wurde, das wird relativ schnell vergessen. Das ist relativ schnell
im Hintergrund. Und nochmal ganz kurz, vielleicht darf ich das auch nochmal sagen. Wir machen diese Hochzeit ja nicht nur für das Paar, sondern wir haben in der Regel ja auch die ganzen Gäste da, 60, 100 Leute. Und ganz oft habe ich das dann, dass da also wirklich war, dass Leute auch danach kommen zu mir mit Tränen in den Augen und sagen, also so eine Predigt, so einen Gottesdienst habe ich noch nie erlebt. Und es hat mich total berührt. Und wir machen das bei einer Beerdigung natürlich auch. Ist aber das klar. Erleben andere ja auch, die in dem Amt sind, ohne dass sie über ihre Agentur laufen. Ja, genau. Aber also, wenn wir es nicht gemacht hätten, dann wären sie vielleicht zu irgendeinem säkulären Redner gegangen, der für den Gott überhaupt kein Thema gewesen wäre. Und das würde ich persönlich richtig bedauern und schade finden. Das stimmt, das ist ein Argument. Letzte, was mir noch nachgeht, Gottesdienst heißt ja Gottesdienst, weil es ein Gottesdienst am Menschen ist. Gnade, Liebe Gottes, alles für umsonst. Aber in dem Fall ja nicht. 500 oder 600 Euro bezahle ich dafür. Da kriege ich nochmal so einen Punkt, wo ich etwas miteinander vermische. Also ja klar, wir sind eine Gesellschaft, in der Wirtschaft die Dinge bestimmt oder das Geld die Dinge bestimmt. Aber gibt es da nicht eine Grenze, wo wir da nicht, die wir da ziehen müssten? Also wir sagen auch immer wieder, Sozialtarife werden grundsätzlich gewährt. Also ich habe schon Studenten da gehabt, die gesagt haben, wir haben überhaupt kein Geld, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, komm, dann machen wir das so. Mhm. Ja. Also wenn ich das zeitlich hinkriege, ich falle natürlich zeitlich auch aus, diese 10, 15 Stunden, das muss ich irgendwie kompensieren. Aber wir haben auch viele Leute, denen es eben nicht wehtut. Ja. Und die sagen, natürlich, also das ist doch ganz selbstverständlich. Auch bei Beerdigungen machen wir das so. Ja. Also ich sage den Leuten, also das ist mein normaler Satz, aber bitte sagen Sie mir, was geht. Bei Beerdigungen ist es auch nochmal schlimmer, weil die Leute sich innerhalb von einer Woche, von 10 Tagen entscheiden müssen. Aber eine Hochzeit ist ein Vorlauf oft von einem Jahr. Ja. Da stellt man sich ganz anders auf dieses Budget insgesamt ein. Und da machen wir auch, drücken wir beide Augen zu. So mache ich das jedenfalls persönlich. Wenn ich es zeitlich hinkriege, das ist natürlich die Frage. Ja, wenn ich dann eben 10, 15 Stunden ausfalle, das kann ich nicht grundsätzlich für lau machen. Dann fehlt denen was. Das geht nicht. Was war denn das Verrückteste, was Sie erlebt haben? Also ich habe sehr viele unterschiedliche Sachen erlebt. Vielleicht kann man das so sagen. Das Verrückteste würde mir jetzt spontan nicht einfallen. Einer unserer Redner hat mal eine Hochzeit auf einer Burg gemacht. Und das Paar hatte einen kirchlichen Hintergrund, war in der Kirche Mitglied, aber die haben sehr stark, ihr Hobby waren diese Rollenspiele, so als Ritter verkleidet etc. Und das war ihrem Pfarrer zu heiß und dann haben die einen von uns gebucht. Und der hatte sich als Mönch verkleidet und dann eben in dieser Mönchskutte dann die Trauung auf dieser Burg gemacht. Das war vielleicht so ein bisschen exotisch. Ich habe dieses Jahr ein Paar getraut, die ein Schloss im Familienbesitz in Frankreich hatten. Das war auch sehr, sehr schön für Sie. Das war auch sehr schön für mich, ja. Aber bis hin dann auch zu Gartenfeiern im eigenen Garten. Also da ist alles dabei und schauen wir mal, wo das landet. Jedenfalls eine neue Idee, mit der Sie sicherlich einige Diskussionen hervorrufen, aber sicherlich auch manche Leute hinter dem Ofen hervorlocken, die normalen Kirchen nicht mehr reichen würden. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.